So, herzlich willkommen zurück bei Persona 4. Wir sind im letzten Dungeon, wie immer, wie seit der letzten Session. Und ja, machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, natürlich. Wir waren auf Ebene 6, wenn ich mich nicht täusche. Sind auf der Suche nach Izanami, die uns hier erwartet. Zum Duell um die Welt. Und, ja. Würde ich mal sagen, auf geht's. Ja. So, da sind wir wieder. So, ist glaube ich auch wieder eine dieser besonderen Etage, was womöglich heißt, irgendwo hier erwartet uns der nächste Solution Boss. Das ist ein recht großer Gegner. Oh, wen haben wir denn hier? Rebellious Cyclops. Ja, sieht nicht aus wie einer der X-Men. Sieht auch nicht aus wie Miller aus, aber der hieß ja auch, oder der Superheld, der ihm nachempfunden war, der hieß, glaube ich, Cyclops. So, wir haben mal schön was gekontert, dummerweise macht es keine von den Gegnern was aus. Was mal gerade nicht so geil ist, naja. Geh mal den erstmal hier so eine allmächtige Attacke. Die macht den auch nicht viel aus. Dann stand, glaube ich, Eis in dem Guide drin. Schauen wir mal, ob den das was ausmacht. Ja, aber ist irgendwie nicht so geil, wenn es zweimal in die Klöten geht. Ah, so. Nothing. Absolut granatenmäßig. Ja, allzu viel ist es nicht mehr, dass wir hier zurücklegen müssen. Ich habe die Erinnerung, dieser Dungeon ist relativ kurz. Ich glaube, es waren 8 Etagen, wenn ich mich nicht täusche. Also einer der etwas schnelleren. Natürlich lebt er ja, dieser Dungeon hier, mehr von den Gegnern. Die natürlich nicht ohne sind, aber wir sind ja mittlerweile auch, oder ziemlich gut ausgerüstet und haben uns... Oh, der, genau, der war gegen physische Angriffe verwundbar. Wir haben uns ziemlich gut auch gestärkt und mit den Persona sind wir auch ziemlich gut vorbereitet. Da lohnt sich auf jeden Fall, da Zeit zu investieren und die möglichst starken Personas zu fusionieren. Da kommt man relativ weit mit auf jeden Fall. Das ist halt auch essentiell für den Erfolg in diesem Spiel. So. Schön war das, ne? Hat mal eben bei allen funktioniert. So lobe ich mir das doch. So, und da erreichen wir die Truhe. Das ist sogar keine goldene. Ich hätte jetzt vermutet, es ist eine goldene. Und wir legen diesen Weg umsonst zurück. Aber wir kriegen sogar uns einen Soul Drop spendiert. Meine Fresse. Ja, gleich mal schon wieder einen Schluck aus der Pulle nehmen. So, ist eine relativ große Etage. Oh, die nächste Sackgasse. Naja, wir haben ja da noch ein paar Wege. Immer wichtig, stellt euch die Trinkflasche so hin, wenn ihr Wege mit einer Hand zurücklegen könnt, wenn ihr nur einen Stick braucht. Stellt euch die Pulle so hin, dass ihr sie leicht öffnen könnt und sie aber am besten auch nicht umhaut, wenn die Frustration raus wird. So, lauter Spielzeugpanzer und eine große Schlange dazu.
Stoic Snake. Wäre doch mal lustig, hätten sie einen Gegner hier Gas Snake gemacht, ne? Weil da fragt man sich ja eigentlich auch immer, wo der eigentlich geblieben ist. Wir haben Solid Snake, Liquid Snake, wo ist Gas Snake? Ja, egal. Wir brauchen etwas, und zwar das, den Kerl hier. Und das hier haben wir endlich. Ich habe die Pause genutzt, endlich mal jemand mit einer Donnerattacke für alle auszustatten. So, die Panzer haben wir außer Gefecht gesetzt. Und unser Freund, die Schlange, steht ja noch ein bisschen auf dem Schlauch. Das müssen wir mit Wind bearbeiten, wenn ich nicht... Nee. Moment. Nee, Wind war es nicht, aber ich benutze es trotzdem mal. So, jetzt haben wir immer noch das Problem, da sind noch vier unserer Freunde da. Vielleicht hilft das, ein paar von ihnen auszulöschen. Oder fast alle. Sehr widerstandsfähig. Oh yeah, und du hast was Neues gelehrt. Gelernt. Eine, genau, Severe Ultimate Damage. Ihre letzte Technik. Schön, schön. Dann hat auch Naoto nun ihr volles Potenzial entfaltet. So, ist das schon... Oh, das ist sogar schon unsere Tür. Dieses Gefühl, da ist etwas hinter dieser Tür. Sei vorsichtig, Senpai. Nee, ich werde noch nicht reingehen. Ich werde noch mal kurz hier schauen. Und das hat sich dann auch jetzt schon erledigt. Jetzt haben wir gar keine Wahl mehr, als hier reinzugehen. Eben schnell... Mal schauen... Hoffen, dass er keine Lichtattacken verwendet. Könnte... Oh, mach, ja, ist, ach, egal. Nehmen wir lieber ihn hier. So, ach du Heiliger. Alle von diesen wurden bei der Menschheit erwählt. Und welche immer... Welche Stärke auch immer ihr besitzt, es ist immer nur in... Ja... Es ist immer nur auf Menschen bezogen. Ihr könnt mich nicht übertreffen. Begreift das endlich. Ja, wir werden schauen, was die Zeit zeigt. Ja, das ging erstmal schön ins Leere. So. Ja. 60 Skillpunkte, das ist schon eine Ausnahme. Ich würde sagen, wir laden ihn erstmal auf. Er versucht es nochmal mit einer Statusveränderung. Oh, es ist Furcht. Sie hat ein Auto erwischt. Da. Machen wir es. Heilen wir mal eben schnell.
Und... nee, das ist gegen alle. Heavy Fire, ja. Machen wir dem mal Feuer unter den Arsch. Ah, nicht so effektiv. Ja, das ist schon ein bisschen besser. So, dann schluck mal den hier. Ja, hätte ich mir eigentlich auch mehr vorgestellt. Oh Gott. Oh, zum Glück haben wir Alice nochmal schnell ausgewechselt, aber Yukiko hat es erwischt. Gut, dass wir jetzt mit ihr dran sind, dann können wir schnell nämlich mal alle heilen. Oh, Yosuke hat es auch erwischt nebenbei. Okay, du bist gefährlich. Da senken wir erstmal deine Trefferquote und deine Ausweichrate. Und im Gegenzug steigern wir die von uns. Nicht. Ja, das macht ja keinen Sinn. Das geht gegen alle, wenn wir nur einen Gegner haben. Ja, okay, das war nicht so toll und das wird auch nicht toll. Aber dank unserer erhöhten Ausweichkraft und seiner gesenkten Trefferquote machen wir das. Nee, das ist mir zu riskant. Nehmen wir unseren Trompeter mal wieder zur Hand. So, können wir zu ihm hier alles senken. Zack. So. Dann mal volle Granate Angriff. Ja, bleibt es ja so viel aus, weil ich. Jetzt werden wir einigermaßen stark Eindruck hinterlassen wollen. Ja. Und 58 Schaden. Das ist ernüchternd. Und das ist extrem seltsam. Trotz unserer gesenkten Ausweichrate und unserer erhöhten Trefferquote kriegen wir einen Angriff, der in die Klöten geht. Oh Gott, nein. Oh, shit! Ja, Yosuke hat's erwischt, verdammt. Ich hab irgendwie da so ein ungutes Gefühl. Als könnte das noch hier ein böses Ende nehmen. Wir sollten ihn möglichst schnell aus dem Verkehr ziehen. Weil bei uns jetzt auch unsere Statusverbesserung nachlassen. Oh nein! Oh fuck! Scheiße, Mann, das gibt es doch nicht. Das hat Yukiko und Yosuke erwischt. Okay, wir brauchen einen neuen Plan. Wir müssen schnellstmöglich gewinnen. Oh. Nehmen wir hier für Yukiko und Yukiko belebt dann den Rest wieder, sobald sie dran ist.
someone finish this one off? So, guck mal, die ganzen Statusveränderungen sind alle wieder rückgängig. So. Alter Verwalter. Oh, wir haben ihn fast. Jawohl, ja. Hui. Sehr schön. Schön, schön, schön. Haben wir es aus dem Weg geräumt. Wer will schon eine Welt, die in Nebel eingehüllt ist? Wir mit Sicherheit nicht. Dafür kämpfen wir ja auch. Und ich weiß, Nanako-chan und Dojima-san würden zustimmen. Wir werden sie nicht tun lassen, was immer sie möchte, nicht wahr, Senpai? Aber sowas von. Ist doch gar keine Frage. Naja, ich bin froh, dass wir diesen Zwischenboss hinter uns gelassen haben. Das ist mir echt ein wenig zu heiß geworden. Naja, so, mal kurz hier in die andere Richtung. Ich denke mal, da oben wird eh nur eine Sackgasse sein. Hier ist mal wieder eine Kreuzung. Hey, the enemy. Ah, it's a no-brainer. I'm sure you'll win. Wow. Wer redet denn von aufgeben? So, Licht haben wir noch gar nicht probiert. Dann probieren wir es mal jetzt. Ja, das liegt mal nicht so gut. Das war daneben. Haben die sich, habe ich jetzt gerade was an den Augen gehabt oder haben die sich gegenseitig abgeknallt? Ich sag mal, ich habe was an den Augen gehabt. Scheint im Moment wahrscheinlich, ja. So, packen wir mal unsere stärkste Feuerattacke. Nee, Moment, das war doch gar nicht. Someone else's turn. That one's totally weak. But last one. Go for it. Someone finish this one off. Vicious. Natsu-kun. Oh, this isn't good. Da hat sie recht. Natsu-kun's hurt so bad. Can you hear me? Ja, mach mich gleich. Keine Bange. There. Ah. Ja, ich würde es anders ausdrücken. Ich hätte eher gesagt, das ging gerade noch mal gut. Aber okay. So. Dann mal eben ein klein wenig Heilung. Zufällig keine Technik dabei, die nee, da müssen wir doch Yukiko nehmen. So. Ja, einmal hier für alle. Sackgasse. Das scheint meine Tür zu sein, die zu einem Thronraum führt. Dem ist es auch so. Goldene Truhe. Haben wir überhaupt noch Schlüssel? Ich weiß gerade gar nicht. Ich würde mal einfach der Gewohnheit nach auf Nein tippen. Hm.
Next G. Next Generation, ne? Schade, vielleicht hätte ja jemand zufällig eine Feuerattacke hier starten können. Leider nicht. Ach, schade. Nein, verdammt. Nicht nur ein kritischer Angriff, auch ist Yukiko benebelt. Das ist irgendwie uncool. Ja. Ja, was machen wir nun mit totally weaken Gegner? Ich weiß gerade nicht so recht. Ich gebe dir mal hier Almighty Damage. Ah, okay, jetzt nicht so pralle.